Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Play FIFA 12. Wir haben jetzt hier das DFB-Pokalspiel gegen, ihr seht es ja schon, und Raul hat immer noch die Binde, das ist schlecht. Dann lassen wir Marika mal wieder spielen. Aber Raul können wir diesmal einwechseln, in der Hoffnung, dass er sich wirklich nicht mehr verletzt. Und ja, wir haben gelesen, dass Bayern an seiner aktuellen Aufgabe als Auswechselspieler eben nicht zufrieden ist. Deshalb lassen wir ihn halt mal von Anfang an spielen. Oh, Aachen hat gegen Erstligist Köln gewonnen. Das ist natürlich schon mal ein Zeichen, dass wir auch dieses Team nicht unterschätzen dürfen. Bei mir ist es ja so, ich kann gegen jede Mannschaft gewinnen, aber gegen die Kleinen verliere ich auch gern mal. Und jetzt ein sehr wichtiges Spiel, in dem wir einfach nicht verlieren dürfen. Es geht hier um das Weiterkommen im DFB-Pokal, was eigentlich sehr wichtig ist für uns, da wir in der Liga wohl keinen Titel sonst anstreben können. Beziehungsweise anstreben kann man das immer, aber erreichbar ist das nicht, denn Bayern ist momentan unschlagbar, was die Anzahl der Punkte angeht. Ah, Hintelaar, schade. Das erste Spiel gegen einen Zweitligist ist es, glaube ich. Gegen einen deutschen Zweitligist, ich weiß nicht, im Freundschaftsspiel haben wir, glaube ich, mal auch gegen Zweitligist gespielt, aber naja. Jetzt sehen wir, wie wir es denn können. Gegen einen Gegner, den man vielleicht sogar ein bisschen schwächer einschätzt, ja sicher, aber. Oh. Was? Was ist das jetzt? Was? Gell? Und? Ah, okay, das war eine andere Situation, ja, okay. Ich hab schon gedacht, es geht wieder 11 Meter, aber. Das wäre mir schon sehr komisch vorgekommen. Ja, Hövenes, wenn du da schon dich außen anbietest, sollst du den Ball dann auch richtig sicher annehmen. Etwas ungeordnet momentan. Niemand ist auf seiner Position. Alle haben ein bisschen gewechselt, das ist in dem Fall nicht gut, weil ich da keine richtige Anspielstation habe, weil jeder irgendwo wieder auf seine alte Position will und läuft, und dann laufen sie auch kreuz und quer, das ist ein bisschen hin und her. Und ja, heute wird Raul wohl wieder eingewechselt werden und darf dann endlich mal wieder auf dem Platz stehen für den FC Schalke 04. Und ich bin gespannt, wie das Spiel hier weiter verläuft. Ob ich da jetzt einfach durchkomme, weil die scheinen auch defensiv klug zu spielen. Ob sie jetzt auch offensiv weiterhin so einfach gefährlich werden, das ist jetzt eine andere Frage, weil so ein Pass zum Beispiel, der bringt nichts. Ach nein, aus Marika bleibt dran. Hintelaar. Ach nein, da kommt er nicht mehr ran, schade. Ach, was für ein schlechter Pass, sehr viel. Da hätte ich Spaß treiben müssen. Oh, gefährlich über die Außen. Au. Oh. Okay. Es gibt Abstoß, gut. Matip hat im letzten Spiel ja sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, was für eine Bewertung er da kassiert hat. Au. Das hat vielleicht wehgetan. Aber mit der Balleroberung haben wir immer noch Probleme. Mal sehen, wie Bayena dieses Mal spielt. Aber jetzt, Farfan. Jefferson, Farfan. Oh. Nein. Wieso springt er da nicht einfach mal drüber, ey?
Na, oh, das wäre ein Tor gewesen. Gut, nehmen wir das. Marika. Hüntela, Marika, wieder zu Hüntela, wieder zu Marika und da ist der Treffer. Schön. Es war vielleicht ein bisschen viel rumgespielt, aber es hat funktioniert. Schön. 1 zu 0, wichtig. Jetzt mal so weitermachen, wie wir es jetzt gespielt haben. Ja, stört den Gegner, aber hat den Ball nicht. Gut, Uchida deckt auch gleich wieder den Angreifer und das war jetzt angeblich ein Foul, okay. Machen auch in der zweiten Liga nicht besonders gefährlich. Zumindest in der echten Saison. Dort spielen sie ja nicht wirklich so um den Aufstieg mit. Ach nein. Man sieht schon viele Fehlpässe, aber auch seitens von FC Schalke 04. Von dem her kristallisiert sich da jetzt noch nicht viel heraus. Ganz sicher ist die Führung natürlich nicht. Es ist nur eine 1-0-Führung, die auch gerne mal gedreht werden kann. Man jetzt eben ganz arg aufpassen muss. Und das war jetzt schon wieder sehr gefährlich. Es ist sehr gefährlich. Ach gut. Bald wieder. Und schnell wieder vor auf Marika, aber es hat abgebrochen, okay. Halbzeit. Und ja, die erste Halbzeit war jetzt nicht so besonders gut, aber wir haben das Tor gemacht. Hier die anderen DFB-Pokal-Spiele zwischen Zeiten in der ersten, nach der ersten Halbzeit. Ja, Aachen will reagieren, will natürlich alles versuchen. Kann eigentlich mit seiner ersten Halbzeit zufrieden sein. Trainer mit seiner Mannschaft. Bloß Glück ist das nicht, gegen uns zu spielen zu müssen. Aber naja, man kann natürlich trotzdem mal hoffen. Und es kann auch schon mal so gefährlich werden. Ah, was war das? Ah nein. Ah ja, dann ausholen die ja gut. Marika? Ach nein. Was macht Marika? Beschwert sich da. Ach, schlecht. Ach nein, zu dem will ich gar nicht passen. Aber jetzt müssen wir den Ball endlich erobern. Verdammt. Höre das um dir. Martipol, du, die erhöhe das los. Gut. Jetzt wieder nach vorne. Marika. Ach, schlecht. Weisthammel hat den. Ist ja auch ein junger Spieler, der bestimmt auch Talent hat. Defensivspieler. Müller. Nicht Thomas Müller. Ah. Ey, wieso konnte ich keinen Spielerwechsel machen? Das Tor von Benny Auer. Das gibt's doch nicht. Ja, ich wollte zu Uschi da, aber ich hab die ganze Zeit nur Höhe des Spiels gehabt. Ach nein. Jetzt wird's auch noch gegen den Zweitligisten, sondern nicht mal den besten Zweitligisten. Eng. Und na, Mann, ich trick's nicht mehr, ey. Ich habe es gewagt.
Oh Mann, Marika. Jetzt wieder Druck machen. Bloß nicht Schwäche zeigen jetzt. Ach Mann, tackle den Ball auch nicht ins Aus. Ah nein. 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 Komm schon. Was ist das? Was ist jetzt? Ah nein. Uschi da. Verletzt. Wir haben eigentlich nicht so guten Ersatz. Okay, wir haben Escudero, aber es könnte noch Schlüsselbeinfraktur. Nein, Schlüsselbeinbruch, verdammt. Gerade Raul wieder einsatzbereit und dann schon wieder eine Verletzung. Das ist natürlich sehr hart. Ach nein. Aber wir dürfen doch jetzt auch nicht rausfliegen. Ja, darf wieder hier laufen. Ach Mann. Das war zumindest kein Schiri-Ball von dem Gegner, der direkt vorm Tor steht. Das war gegen München oder so. Nein. 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 Oh nein. Verdammt. Baena kommt da nicht ran, es gibt's nicht. Rächt sich's hier noch, dass ich Baena spielen lassen habe. Nein. Und wohin läuft Marika? Was ist los? Ich muss doch einen Ball erobern können. Wieso gewinne ich gegen Bayern, verliere aber gegen Aachen? Nein. Machen so ein Passspiel, dass ich da echt nie ran. Ey, jetzt wollte ich wieder ein ganz anderes Spiel. Ja. Nein, was ist das? Ach, ich komme nicht an den Ball. Escudero, los jetzt. Nach vorne, ich muss nach vorne, verdammt. Vielleicht in die Verlängerung reiten? Nein, nicht so. Ach nein, nicht gegen Aachen rausfliegen. Los, komm schon. Nein. Hey, jetzt muss Raul kommen. Ach nein. Ach nein, Leute. Das darf nicht sein. Ich krieg ja den Ball nicht mal. Hallo? Hey. Hey, das gibt's nicht. Ich warte, bis ich irgendjemand spielen kann, aber Draxler kommt nicht nach vorne. Jetzt. Nein! Komm schon. Ach nein, ey. 90. Minute. Nein, jetzt pfeift er ab. Jetzt pfeift er ab. Das gibt es nicht. Schalke ist draußen. Ach nein. Das gibt es nicht. Schalke draußen gegen den Zweitligisten. Wir hatten nur zwei Schüsse. Ach nein. Okay, jetzt müssen wir uns voll auf die Saison konzentrieren. Beziehungsweise auf die Bundesliga, Quatsch, auf die Saison. Ah, toll. Uschi da fehlt für 3 Monate. Ist natürlich jetzt auch ein herber Verlust.
Hans Sarpei, aber Hochland ist natürlich der jüngere und der bessere Ersatz auf der Bank. Ach, das ist schon sehr hart. Aber naja, wir sind draußen. Was soll man machen? Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen.